den Niedersächsischen Gesundheitspreis 2015 in der Preiskategorie eHealth – Lösungen zur Vernetzung in der Gesundheitsversorgung gewinnt das Klinikum Oldenburg mit dem Projekt Telemedizin-Netzwerk für Menschen ohne direkten Zugang zu ärztlicher Versorgung. Wer hat an diesem Projekt mitgewirkt? Das sind zum Beispiel Dr. Dirk Tänzer, Geschäftsführer des Klinikum Oldenburgs, der Oberarzt Dr. Rüdiger Franz, Chefarzt Prof. Dr. Andreas Weiland und der Chefarzt Prof. Dr. Albrecht Elsässer. Telemedizin, was ist das? Telemedizin bringt ärztliche Expertise auch an Orte, wo weit und breit kein Arzt vor Ort sein kann, zum Beispiel die Windparks in der Deutschen Bucht, aber auch andere strukturschwache Regionen. Ja, das hat einen ganz konkreten Anlass. Wir engagieren uns in der Luftrettung im Bereich der Offshore-Windparks und stellen Notärzte und auch die ärztlichen Leiter. Und es wurde schnell klar, dass ein Rettungshubschrauber nicht die alleinige Lösung darstellt für diese entlegenen Orte. Telemedizin ist im Endeffekt der verlängerte Arm des Arztes, der nicht vor Ort sein kann, aber unbedingt mit dem Patienten bzw. mit dessen Umgebung Kontakt aufnehmen muss. Wie funktioniert das? Wenn ein Notruf von einer Konverterplattform bei unserer Notfallleitstelle eingeht, wird der Rettungshubschrauber in Marsch gesetzt. Der braucht aber mitunter bis zu einer Stunde, bis er am Einsatzort eintrifft. In der Zwischenzeit machen wir Telemedizin, wir delegieren Maßnahmen an den Rettungsassistenten oder den Ersthelfer vor Ort. Wir stellen eine konkrete Diagnose, wir suchen ein geeignetes Zielkrankenhaus und überbrücken so die sonst therapiefreie Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes. Die Kunst ist bei der Telemedizin, dass wir sehr schnell sind. Alles andere, wenn Sie vorher denken, da haben wir dann irgendwelche Unterlagen geschickt bekommen, da musste man das durchgucken, man hat den Patienten nie gesehen. Wir haben ja durch die Telemedizin, wir beschäftigen uns ja derzeit immer nur damit, dass wir ein Bild sehen. Das ist es aber gar nicht nur, sondern wir kriegen sogenannte Vitalparameter. Wir können EKG ableiten, wir sehen den Blutdruck. Wir können direkt daraus ableiten, in welcher, wie schwer die Erkrankung ist und in welche Richtung sich das Ganze entwickeln wird. Was macht das Projekt so besonders? Ich glaube, wir konnten zeigen mit dem Projekt, dass telemedizinische Behandlung aus der Ferne in Deutschland möglich ist und dass diese Behandlung sehr, sehr schnell auch Einzug erhalten kann in den Alltag. Wir meinen, dass das Besondere an diesem Projekt ist, dass sich verschiedene Komponenten perfekt ergänzen, dass diese Idee auch umgesetzt wird und wir eben deshalb auch sicher zu den Ersten gehören, die dieses Projekt leben. Wichtig ist, denke ich auch, dass wir eben nicht nur eine notärztliche Beratung anbieten, sondern das fachärztliche Spektrum eines Klinikums, eines Krankenhauses, der Maximalversorgung quasi auch transportieren wollen über die Telemedizin. Die Telemedizin, die wir jetzt entwickelt haben und die in der Deutschen Bucht funktioniert bei Wind und Wetter, die funktioniert auch woanders. Es ist praktisch ein Paradebeispiel für alle strukturschwachen Regionen an Land, auf Inseln, Halligen und im Rest der Welt. Wie wird es in Zukunft weitergehen? Wir möchten halt jetzt weitergehen in die fachärztliche Versorgung. Wir wollen jetzt strukturschwache Regionen versorgen mit Telemedizin. Und dort sind sicherlich noch viele formale Hürden zu nehmen, die eine Behandlung zurzeit sehr, sehr schwierig machen und eben nicht so leicht machen, wie das in der klassischen Arzt-Patienten-Beziehung ist. Kommentare zum Preisgewinn? Wir freuen uns riesig über diese Auszeichnung und das Ganze ist natürlich ein Ansporn, das Projekt weiterzuentwickeln. Ja, wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, freuen uns, dass wir bestätigt werden. Das freut uns ganz außerordentlich, weil das eine Anerkennung dafür ist, was wir bisher geleistet haben. Ich finde es spitze, bedanke mich und ich nehme es als Antrieb und Motivation, dass wir weitermachen sollen. Auf jeden Fall. Gratulation zum Gesundheitspreis.